Chiron kann ja mal darüber gehen, die beiden Anubiter loswerden. Nur unsere Truppen sehen gerade wirklich nicht sonderlich gut aus, muss ich zugeben. Wir bräuchten halt noch mehr Nahrung. Oh, um schneller Nahrung zu kommen. Ja, Chiron schafft den Anubiter da noch. So, genau. Schneller Nahrung zu kommen, können wir ja mal schnell die Ziegen schlachten. So. Axtkämpfer verbessern und Schleuderkämpfer verbessern. Wäre so jetzt noch die Devise. Dass wir wenigstens auch schwere Einheiten haben. Und da müssen wir halt alles, was wir so zusammenkratzen können, nach da drüben schicken. So, die Verbesserung noch. Wir sollten theoretisch so viel wie möglich verbessern und mehr Truppen ausheben. Mumien kommen im Augenblick keine. Gut. Antio in which? In which? In which? So, da kommt noch ein Axtkämpfer raus. Genau. Könnte ich schon mal ein paar Schleuderkämpfer holen. So, ihr geht nach da hinten. Dort gibt es noch mehr Holz. Das Holz, da traue ich mich nämlich gerade nicht an zu knacksen. So, noch mehr Kämpfer. Sichtweite von Gebäuden verbessern oder meine Türme verbessern. Das ist die bessere Alternative. Alte Katze. Greek. And we die. Ja, das passiert, wenn man zu lange wartet. Dann planen sie nämlich Großangriffe auf einen. So, bitte alles tot machen. Ach, das hatte ich nicht gewollt. Weg von den Schlangen, weg von den Schlangen. Darauf habe ich nämlich ganz vergessen, dass sowas auch abgehen kann. Du wirst erstmal die da los. Ganz ehrlich, ihr baut mir noch eine zweite Kaserne auf, sonst kommen wir einfach nicht hinterher mit der Truppenproduktion. Achso, da wollte ein Dorfbewohner eine Mauer hochziehen. In Wairifir. So, Truppen. Greg.
Und ihr geht jetzt da den Baum abbauen. So. Alles Weitere ist nicht so wichtig. In a Jirek. In Erifir. Gerek. UER. So. Gut Holz machen. Und da wir jetzt auch Truppen ausheben können. Wir sollten übrigens hier auch ein paar zur Verteidigung zurücklassen. Du baust sicherheitshalber, um uns ein bisschen zu entlasten, noch ein paar Häuser. Ja. Angriff. Genau, die Angriffe werden immer heftiger. Und kommen jetzt auch mal aus einer anderen Richtung. Zieht am besten mal alles zurück. Und da ist mein Pharao gefallen. Aber das Ding ist auch gleich gefallen. Und der Turm muss noch fallen. Komm, wir brauchen dringend mehr Axtkämpfer. So. Die können wieder nach da oben. Die Dorfbewohner sind wieder bei der Arbeit. Okay. Zwei Dorfbewohner, die Gebäude für uns reparieren und uns neue Wachtürme bauen, wäre nicht schlecht. Und demnächst ein neuer Tutähnlich Amun. Okay, wir haben schon über 1500 von dem Baum gefällt. Repariert das mal bitte. Und hier unten noch mehr. So, ihr geht wieder an die Felder arbeiten. So. So, du baust eine Mikdol-Festung mal hier hin. Der Baum lichtet sich. Oh. Dorfbewohner abziehen. Und die Armee hier zerschlagen. Dürfte ich noch hinkriegen, hoffe ich mal. Oh, wir haben den neuen Pharao, der kann hier helfen, den Bau zu beschleunigen. So. Oh, da ist noch ein Pharao. Also ein gegnerischer. Der ist aber auch schnell erledigt. Genau. Okay, ihr habt keine andere Wahl mehr. Ihr müsst hier Holz fällen. Wobei, ihr habt doch die Wahl, hier Holz zu fällen. Genau. So, das ist jetzt gleich repariert. Lässt du meine Türme in Ruhe? Dankeschön. Ihr repariert das hier. Und er hat das mythische Zeitalter erreicht. Das ist nicht so toll. Aber ich denke mal, wir dürften klarkommen jetzt. Bis der Baum gefällt ist, dürften wir durchhalten können.
Kann ich noch was hier unten verbessern? Ja, ich könnte Panzerung verbessern. Sollte ich auch machen. Und dann müsste alles einigermaßen gut klappen. Also ja, wir sind schon unter 2000 Lebenspunkte, was den Baum angeht. Einen Angriff dürften wir auf jeden Fall noch abwehren können. Und der Rest ist Lebenssache. Weil der Baum ist relativ schnell gefällt eigentlich. Jetzt ist noch 1500 Lebenspunkte. Also ja, das dürften wir relativ schnell hinkriegen. Okay, da sind die Nervenmumien mal wieder. Die werden aber relativ schnell von meinem Pharao erledigt. Knapp 1000 Lebenspunkte noch. Ich muss halt in dieser Mission recht flexibel sein, was meine Einheitenbewegungen angeht. Das dürfte ich ja eigentlich hinkriegen. Ach, da ist mal wieder so ein nerviges Krokodil. Macht aber nichts, ich krieg das trotzdem hin. Auch wenn der Dorfbewohner vielleicht gestorben wäre jetzt. Aber nö, ich krieg's hin. Nachdem Osiris von Seth überlistet und getötet worden war, wuchs diese Tamariske, in deren Stamm der Kopf des Osiris eingeschlossen war. Jo. Also hier kriege ich den Kopf des Osiris raus. Und damit das dritte Teil von Osiris. Hack, hack. Schnack, schnack. Na, noch 500 und noch kein weiterer Angriff bis jetzt in Sicht. Gibt also noch genug Hoffnung. Gibt auch mir jetzt genug Gold. Befestige ich mal mein Dorfzentrum. Ja, eigentlich sollte ich die Gebäude verstärken, dann mein Dorfzentrum befestigen. Auch wenn die Zeit dafür wahrscheinlich eh nicht mehr reicht, weil die Tamariske hat nur noch 200 Lebenspunkte. Die Mission empfand ich übrigens früher immer als eine der schwierigsten, bis ich herausgekriegt habe, wie man sie am besten löst. Also einfach so früh wie möglich versuchen, die beiden Mumienlager zu vernichten. Wenigstens das eine Lager, was ganz in der Nähe war. Und dann so schnell wie möglich viele Dorfbewohner, die Tamariske fällen. Ja, das waren die zwei Missionen für die Aufnahmesession, die ich prophezeit habe. Die nächste machen wir dann erst in der nächsten Folge. Haben leider nicht so viel geschafft. Nur zwei Missionen, 17 und 18. Das heißt, 19 und 20 kommen dann in der nächsten Aufnahmesession. Aber jetzt mal zum Resümee. Wir haben 17 die Festung des Schakals abgeschlossen. Am Anfang muss Khemsit das zweite Stück des Osiris entreißen. Haben wir gemacht. Khemsit. Der dann aber vor uns geflohen ist. Der Feigling. Und dann haben wir weit weg von zu Hause gemacht. Chiron und seine neuen Verbündeten, also die paar Wikinger, die leider gestorben sind, haben die Aufgabe, das dritte Stück des Osiris aus einer großen Tamariske zu bergen. Haben wir auch abgeschlossen. Das heißt, das nächste Mal geht es weiter mit Mission 19, der erste Schritt. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis dann.